Hallöchen! Heute geht es, wie ihr es schon gesehen habt, um dieses wundervolle Buch. Und ich muss gestehen, ich dachte, ich hätte dazu schon eine Rezension gedreht. Habe ich anscheinend nicht, aber dann kommt die jetzt. Dieses Buch habe ich im März gelesen und wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, wie das Ganze so war, ich habe da ein bisschen mitgefilmt, klickt einfach mal auf das i, dann kommt ihr zu der Lesewoche im März und seht, wie ich das so gelesen habe und währenddessen schon fand. Den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag hat mich sofort interessiert, seit ich davon erfahren habe. Ich verfolge Anne Freitag und Adriana Popescu sehr gerne über ihren gemeinsamen Austausch, ihren gemeinsamen Kanal jeden Freitag und Popescu. Und da hat sie das natürlich schon vorher erwähnt, dass das bald kommen wird. Relativ spontan war ich dann auf der Leipziger Buchmesse und habe das Buch dort stehen gesehen und habe mir gedacht, das wäre jetzt der Traum, dieses Buch mitnehmen und signieren lassen, natürlich. Mein Traum ist wahr geworden und ich bin überglücklich darüber. Vor allem, ich habe sie ja so um die Ecke gelinst und habe gesehen, so in diesem Presse- und ja privateren Bereich der Autoren, da sitzt sie. Und natürlich habe ich mich nicht sofort getraut, hinzugehen und sie anzusprechen, aber ein Mitarbeiter des Heine Verlags hat mich auch angesprochen und hat gemeint, ja, sie haben so strahlend geguckt zu dem Buch geguckt, beziehungsweise das Buch in die Hand genommen und vielleicht könnte er das auch regeln, dass das noch unterschrieben bzw. signiert wird. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, ich habe es bezahlt, streng genommen, mein Freund hat es bezahlt, vielen Dank. Und dann hat sie es für mich signiert. Ich bin riesig, riesig stolz und froh darüber, denn ich besitze echt nicht viele Bücher, die signiert sind und das ist jetzt eins davon und ich freue mich riesig darüber. Es war so ein sympathischer, kurzer Austausch. Sie hat sich die Zeit genommen, sie hat sich Zeit gelassen und sehr sympathisch. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, Anne Freitag. Du hast echt mir einen Traum erfüllt, vor allem, weil es mir an dem Tag nicht so gut ging und ich dann nicht mehr zum Blogger- und Booktuber-Treffen gehen konnte. Und das fand ich sehr, sehr schade. Aber eben vorher hatte ich dieses Highlight und konnte damit dann glücklich nach Hause fahren und mich darauf wieder konzentrieren, ja, dass es mir dann wieder besser ging. Das Buch ist wunderschön gestaltet mit der glänzenden Schrift und dem matten restlichen Cover, genauso wie hier am Rand auch am Rücken. Das Ganze dreht sich um Sophie. Sophie zieht mit ihrem Vater nach München. Und zwar zu der Freundin des Vaters, nämlich zu Lena. Lena hat zwei kleine Söhne und die lernt Sophie dann natürlich auch kennen und möchte erstmal gar nicht dort einziehen und mit denen allen dort warm werden und alle kennenlernen. Der kleine Sohn Leon packt sie aber direkt bei der Hand und führt sie durch das ganze Haus. Und ich muss sagen, Leon hat sofort mein Herz erobert. Ich habe ihn sofort in mein Herz geschlossen. Da hatte es fast Sophie ein bisschen schwerer, aber selbst sie war mir sehr sympathisch, denn ich konnte es nachvollziehen. In der Pubertät ist es nicht so einfach, wenn man aus seinem Umfeld gerissen wird, vorher schon den besten Freund gehen lassen muss und dann eben feststellt, das Leben, beziehungsweise die Erde dreht sich weiter und das Leben geht weiter, aber eben dann an einem anderen Ort. Sie erfährt dann, dass aus dem Nachbarhaus Alex auch auf die gleiche Schule beziehungsweise in die gleiche Klasse geht und denkt sich natürlich bei dem Namen erstmal, dass das ein Junge sei. Alex ist allerdings ein Mädchen. Und die lernen sie dann noch ganz besonders kennen. Ich finde, sehr direkt, sehr schön, sehr warmherzig, ganz toll erzählt. Mir hat Anne Freitag auch berichtet, es wäre ihr Buchliebling, im Moment zumindest ihr Buchbaby. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe zwar bisher nur mein Bestes letztes Sommer gelesen, fand ich natürlich auch grandios. Aber das hier war nochmal besser und ich möchte euch allen empfehlen, greift zu diesem Buch, schaut zumindest mal rein, lest mal rein. Ich finde, die Sprache überzeugt und die Wörter, die dort aneinandergereiht sind, sie schafft es, Situationen, Gefühle so gut zu beschreiben, was meiner Meinung nach unbeschreiblich ist, aber sie schafft es trotzdem, das zu beschreiben. Und das auf eine Art und Weise, dass es nie aufgesetzt ist, nie zu viel, es ist immer genau richtig. Und ja, da bleibt mir nur der Mund voll ungesagter Dinge, denn ich kann gar nicht so viel lobende Dinge darüber sagen, wie es gibt. Also es ist wirklich faszinierend und wundervoll. Es ist definitiv ein Jahreshighlight für mich im Jahr 2017
wenn nicht sogar das Jahreshighlight und das schon im März. Also schaut euch ruhig mal die Autorin an, schaut ruhig mal bei ihren Videos vorbei. Ich finde es sehr sympathisch gemacht, bringt einem einfach zwei Autorinnen so viel näher und so auf so eine menschliche Art und Weise, dass man das Gefühl hat, ja, das ist echt und das ist direkt und das passt und es passt auch zu den Büchern. Und ich kann nur wiederholen, ich bin begeistert. Lege es euch allen wärmstens ans Herz und schaut zumindest mal in der Buchhandlung rein und blättert mal rein, lest euch mal ein bisschen rein in den Schreibstil. Und wenn ihr euch nicht überzeugt, dann nicht, aber ich rate es euch trotzdem allen. Schaut es euch einfach mal an. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen anfixen mit diesem Buch, denn es ist für mich ein ganz besonderes und ich werde es definitiv auch noch mehrmals lesen, denn es hat mich so berührt und hoffentlich kann es auch euch berühren, denn dafür sind meiner Meinung nach Geschichten da. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal oder guckt euch einfach ein Video noch von mir an. Vielleicht werdet ihr dann mitgerissen und ich hoffe, ihr bleibt dran bzw. schaltet wieder ein und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Tschüss!